Leute, Silvia und willkommen zurück zu Lavenir. Wir stehen jetzt hier am Hafen und ich würde sagen, wir betreten jetzt das Schiff. Das ist auch nicht so schwierig. Das hat auch viel Platz, ne? Das heißt, wir werden mal gucken, wie das mit dem Fahrzeug funktioniert. So, jetzt brauchen wir unsere Fahrkarte, hä? Haben wir. Und tada! Und ja, es ist eine Einmaltour. Ich hoffe, wir kommen auch wieder zurück. Okay, das geht fix. Wir können ja mal hier rangucken, ob wir da noch irgendwie... Da, guck mal, da lag noch Knochen, das habt ihr gesehen, ne? So, so. Ist ein bisschen die Frage. Wenn das die Dings hier nicht so hoch wäre. Ach, guck mal, wir fahren sogar außen rum. So, was liegt denn hier? Ich sehe nichts, weil die Wand einfach zu hoch ist. So, guck mal, hier ist sogar grün, Mensch. Sieht altbekannt aus hier, das Setting. Gut, das heißt, wir nehmen mal unser Auto. Und gucken uns hier drüben mal in Ruhe um. Jetzt ist hier dieser Wunschbrunnen schon wieder, ne? Warum ist hier eigentlich so eine Zielflagge wie bei einer Rennstrecke, Fahrzeughändler? So, was haben wir hier? Kann man hier was machen? Man weiß es nicht. Was ist mit dir hier? Du weißt es auch nicht. Da, Ziel... Da, da, wir fahren einfach mal ringsrum. Dieser ganze Weg hier ist doch so beschildert, so wollte ich schon sagen. So, da ist Eis. Ich bin hier gerade so nach außen konzentriert, ne? Um zu gucken, ob hier irgendwas leuchtet. Hier, guck mal, Fahrzeug. Boah, ist das der Kran? Alter Vater. Also erstmal haben wir hier das Standardauto. Kein besseres Auto. Hier, dieser... Boah. 4200. Ach, war nicht so viel. So, was haben wir hier? Lavaschmelze. Nutzfahrzeug zum Tunneln von Löchern. Was? Mit seitlich montierten Lavakanonen kann mit Boostern aufgerüstet werden, um auf tieferen Ebenen zu graben. Oh. Okay, das kostet schon 7000. Ne? Lavafahrrad. Schnelles Motorrad und Beiwagen, das eine begrenzte Menge an Gegenständen transportieren kann. Ach, witzig, aber nicht nötig. Lavarolle. Langsam fahrendes Nutzfahrzeug zum Glätten des Bodens. Ja, da habe ich meine schlechten Erfahrungen schon mitgesammelt, muss ich ja sagen. Also, das Teil und das Teil. Das können wir uns doch... Nein, Moment. Das sind Tokens. Und du hier? Du auch. Oh Gott. Tokens. Der hier kostet Geld. Och, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. 4200 Token, 6800 Token. Ähm. 3900. Nein. Und ich dachte, ja, so viele 1000 Token, ne? Oh nein, das gibt's doch wohl nicht. Hä? Ja, so, nu und jetzt? Ja, wieso eigentlich so groß sind die Claims doch hier gar nicht, dass man das Teil braucht oder was? Also habe ich das nicht so empfunden. Oh Mann, oh. Ja, schon ein bisschen traurig, muss ich ja sagen. Ist das so? Ja, noch nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Okay, Schock. Das hat mich jetzt tatsächlich schon ein bisschen geschockt. Doch, da ist Lava zum Nachtanken. Das ist gut. Das heißt, wir können hier auch tatsächlich querfeld einfahren, um zu gucken, ob es hier irgendwas gibt. Hier ist ja ein Weg. Moment. Ah, hier ist ein Dach. Wieso ist denn das Dach mehr wie eine Rampe? Merkwürdig.
Ah, Moment mal. Deswegen ist dieses Rending, das ist ja wie so ein Beschleunigungsstreifen, hä? Und dann kann man da irgendwas Spezielles mit schaffen? Ja, also mit dem Auto jetzt quasi nicht, ne? Da braucht man dieses Motorrad wahrscheinlich für, hä? Und dann komme ich mit dem Motorrad woanders hin. Ist das die Idee? Das könnte man probieren. Ja, und hier geht's zurück. Ja, das sieht so aus. Ach so, beziehungsweise, ich bin in die falsche Richtung gefahren, hä? Da lang geht der Rennweg lang. Na gut, wir gucken mal. Wir fahren mal hier lang. Mal, ob das hier irgendwo plänkt. Ha. Was ist das? Ach, hier guck mal, ist wie so ein Rennfelsen, hä? Ja, so ähnlich, ich dachte. Es wirkt so, als könnte hier. Ich frage mich gerade, geht mit dem Motorrad hier so ein Timer an, der wirklich dann auch misst, wie lange man braucht? So, hier ist erstmal nichts. Gelb leuchtendes, pulsierendes zu sehen, leider. Muss nicht viel heißen. Warte mal, das da drüben. Das ist doch quasi die normale Welt, oder nicht? Ja. Und da kann ich nicht einfach so rüberfahren? Brauche ich doch das Schiff gar nicht, oder was? So, nichts, das hier irgendwie gelb leuchtet. Weiß nicht so richtig, ob ich damit zufrieden sein soll oder nicht, dass hier nichts gelb leuchtet. Ja, ich dachte, fährst du hier mit Auto rüber, ne, weil wer weiß, was du da brauchen kannst oder mitnehmen kannst. Noch Geld mitgenommen und dann Map. Nix da hier von wegen Geld. So, das Lava zum Nachtanken. Immerhin. Hier ist nichts, ne? Nichts, das in irgendeiner Art und Weise leuchtet oder glimmt. Ich guck nochmal, vielleicht sehe ich es einfach nur nicht richtig. Ich sehe was übersehe. Würde sonst gerne nämlich nicht mehr allzu oft herkommen, um irgendwas zu suchen. Tja, sieht aber nicht so aus. So, dann kaufe ich jetzt spaßenhalber das Moped oder what? So, dann kommst du nämlich von der Seite hier. Ja, das. Das scheint schon eher zu funktionieren. Und dann kommst du hier entsprechend auch wieder zurück. Ah. Ja, ich habe jetzt hier nichts leuchten sehen, ne? Gut, ich kann ja das Geld einfach so mitnehmen, ne? Und das dann ins Moped packen. Also die Rücktour ist grün, das ist schon mal gut. Das da brauchen wir, dann kaufen wir jetzt Moped. So, dann schmeißen wir das Geld mal da rein.
So, das haben wir. Das kann ich doch jetzt hier mitnehmen dann, ne? Ja, das scheint schon wenig fixer zu sein irgendwie. Boah, scheint doch mehr sich hinzulegen. So, jetzt gucken wir mal. Wir fangen jetzt hier an. Hier ist wahrscheinlich der Start. Und dann gibt es wahrscheinlich ein Achievement dafür, dass man diesen Weg fährt. Dass man da irgendwie kriegen kann. Naja, ich glaube, so wird's nichts. Das wird dann noch die Frage sein, wie schnell man da am Ende für sein muss, um das Achievement zu kriegen. Ah, hier ist Slalom. Ah, ich sehe nichts. Wenn die Optik der größte Feind ist. So. So, das wird jetzt noch mal auch schwierig hier, ne? Nein! Das ist das Problem. So, da ich jetzt schon immens Zeit hat das gekostet. Spring! Nein, ich bin zu langsam. Tja, da war es das. Dann kann ich hier jetzt zurückfahren, nicht geschafft. So, warte mal, muss man. Ne, hier gibt's da vorne. Na gut. Ja, das wird zeitlich nicht passen, ne? Und dann ist eh noch die Frage, wo man da lang muss. Ob man da auch wieder hier durch muss. Weil irgendwo muss das Ende ja sein. Man weiß es nicht. So, Geld haben wir. Ist jetzt doch die Frage. Krieg ich das da hinten drauf? Ja, komm! Gib gut. Oh, ist hoch da. Ah? Ah? Na. Ah. Ja! Ja! Okay, das haben wir. okay, ich habe jetzt hier nichts gesehen. So, dann gucken wir doch mal, wo das Ding lang fährt und es zurückfährt. Guck mal, jetzt fährt das die Route, die es auch angezeigt hatte, ne? So. Wehe, ich sehe jetzt hier irgendwas leuchten. Nee, ist aber nicht, ne? Nee. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Was ja insofern gut ist, weil das heißt, ich habe alles richtig abgesucht. So, und hier sehen wir jetzt die Küste, das ist gut. Das ist sonst nämlich zu neblig. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist die Frage, ob man bei diesen komischen Türmen was kriegt. So, da liegt auf jeden Fall was. Ich wollte gerade sagen, ist ja fast naheliegend, dass auf der anderen Seite auch irgendwas liegt, vielleicht. So, wie sieht's hier aus? Nach nix sieht's hier aus. Gut, dann würde ich sagen, hol mal den Knochen. Nein, das geht nicht. Ist schlecht. Und zwar insofern. Als dass ich ja dann sonst den ganzen Weg hierher laufen muss. Das ist ja nervig. Das ist ja die paar Meter, wo ich jetzt da zum Knochen hinten hinlaufe, ist ja schon anstrengend. Ah ja, hier, guck mal.
Da ist ja so ein Haken oben dran, ne? Also man kann es wahrscheinlich mit dem Abschlepper mitnehmen dann, aber. Ja, ich lasse das Ding da jetzt stehen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Eine Rennstrecke tatsächlich. Also Wahnsinn. Oh Gott, ich fahre jetzt hier mal im Nebel die Straße lang. Bin ja sonst immer querfeld eingefahren. Da vielleicht findet man im Nebel einer Straße ja irgendwas. Oh. Guck mal. Da war ein Achievement, dass ich diese Runde beendet habe. Da war noch nicht mal was wegen irgendeiner Zeit gewesen jetzt. Da bin ich jetzt nicht traurig drüber, aber wahrscheinlich gibt es ein Achievement, das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Man weiß es nicht. Ja, also wenn ihr aus einer Straße liegt, ne? Ich sehe es nicht. Ich sehe ehrlich gesagt noch nicht mal, wo ich hinfahre. Das da unten ist doch dieses Shattered-Dings, ne? Ach so, ja klar. Bin jetzt also den richtigen Weg rausgefahren. Dann können wir den Weg nehmen. Na, kriegst du es hin? Okay. Um zurückzukommen. Knochen geben wir jetzt nicht ab. Ach so, um zurückzukommen ist natürlich jetzt so ein Punkt, ne? Im Sinne von, was eigentlich tun jetzt? Ich kann das, was durchgelaufen ist, doch mal verarbeiten, zu Geld machen und, dann haben wir noch mehr Geld, um Zeug zu kaufen. Hier, das ist halt so. Das ist die Größe. Und dafür soll ich dann diese komische Walze kaufen? Ich weiß ja nicht. Halte ich jetzt irgendwie für nicht nötig. Aber das kann auch nur mein bescheidenes Denken sein. Vor allem das andere ist, mit diesem Eisding, wo soll ich mich denn da durchfräsen? Durch diese komischen Dünen hier? Weil ansonsten stellt sich ein Stück weit die Frage, was soll ich damit? Ja, kann sein, dass es Spaß macht, aber dadurch, dass die Claims ja nicht so groß sind, steht echt die Frage im Raum, wofür man sich das überhaupt anschaffen soll. Meinen Kran, okay. Da kann man hier diese komischen Diamanten rausziehen, aber ansonsten. Oder wie den hier, für das Ding brauche ich doch keine Walze. Das ist mir schleierhaft, muss ich ehrlich sagen. Ah ja, guck mal, das Teil ist kaputt. Das heißt, das ist einmal durchgelaufen. Auftragsrolle, die nehmen wir mal mit. Ein Dolch. 44er Eisenbarren. Achso, was kriegen wir dafür? 110 Marken. Ja, wie viele Missionen man dann da machen muss, ne? 22.000 Taler. Das ist nicht schlecht. So, wie machen wir das jetzt? 9, 8, 67, 45, 22, ja, das passt natürlich perfekt. Dann reparieren wir den. Und dann ziehen wir das von hier unten erstmal raus. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, da ruckelt es jetzt schon. Ich häng fest. Danke. Ja, das ist sowieso nicht in einem Rutsch zu machen. So, weil das müsste alles per Förderband hier nach oben. Wahnsinn. Ja, das hat sich hier echt gut was angehäuft. Das ist ja so gesehen jetzt nicht weniger als beim letzten Mal. Bei der letzten Ladung, die wir gemacht haben. So, du kommst mit. Perfekt. Ja, schön vorsichtig hoch hier. Dass auch alles mitkommt.
Langsam, vorsichtig, vorsichtig. Boah. Okay, der Rest kann arbeiten. So, jetzt haben wir wieder die Problematik mit dem Teil hier, ne? Macht Sinn, mehrere Eimer hinzustellen? Was ist denn, wenn wir den ein bisschen hier hinstellen? Und den irgendwie da? Macht das Sinn? Probieren das mal aus. Naja. So. Krieg den vielleicht doch dichter ran, oder mal. Ja. Ah, noch dichter. Na, gerader geht noch. Okay. Das muss so passen. So, dann nehmen wir erstmal einen Schwung. Ja, und genau deswegen, ja, genau das ist das Problem. Deswegen wäre am Anfang weniger mehr, ha? Das ist eh alles schon viel zu viel jetzt wieder. Ja, das fällt trotzdem eh da nicht viel daneben. Ja, jetzt ist das da auch noch in den Eimer reingefallen und. Na. Alles irgendwie ungeil. So, pass auf, wir machen das mal. In diesen einen Eimer. Ja, und jetzt ist das hier auch noch halbwegs. Unsortiert. Ach, das ist doch alles Murks. Okay, das ist das letzte Mal, dass wir das so machen. Das bringt so nichts. Warte mal, das muss ich hier mal wegziehen. Dass ich hier besser mit den Magneten arbeiten kann. So, jetzt haben wir nicht die Problematik. Du musst mal hier mit hin. Und von mir aus stellen wir dich als Backup mal mit dahinter. So. Mal, was ich sehe, kann ich ja hier einfach direkt gleich rausziehen. So, das ist das da. Also so schön wie das ist, was wir haben, so unschön ist das. Froststein, perfekt. Da auch einer, sehr gut. Hier noch auf den Schnee. Gerne nur so ein bisschen haben, irgendwie gerne. Gut, ein paar Sachen sind bei rausgekommen. Wir werden sehen. Das ist ja, selbst wenn da jetzt noch was anderes drin liegt, werden wir das ja dann da rausfiltern. So, da liegt auf jeden Fall schon mal Clotium. Das ist gut. Ja, alles schön rein da in die Eimer mit euch. Wahnsinn. Das ist Hartstein, ne? Also es sieht so aus, als wäre das Gröbste jetzt tatsächlich umgefriemelt. So.
Okay, pass auf, wir stellen das gleich mal einfach hier mit hin. Dass wir hier Luft haben. Ja, im Kern ist das jetzt so, na, die Menge, die wir da gut gehandelt kriegen. Ohne dass das jetzt großartig hier runterfällt. Ja. Ist natürlich einfach zu viel, was da durchkommt, oder? Wenn ich es langsamer mache, bringt das mehr. Man weiß es nicht. So viel dazu. Oh nein, das war noch nicht fest, ne? Egal. Los, werdet fest da drin. So. Oh, das war zu viel, hä? Auch immer noch ganz schön viel. Oh, langsam, langsam. Oh. Da ist was kaputt. Hat einen Moment lang geruckelt. Verstehe gar nicht warum. Okay. So, nächste Fuhre. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mehr als 20.000 rauskriegen. So, rauskriegen wir da nichts gerade. So. Ein Haufen Aufwand. Ja, und das soll dann auch das letzte Mal sein, dass wir das so machen. Wir brauchen dann unbedingt Förderbinder. Ach so, in der Hinsicht sollte ich vielleicht mal unten die Dinger anhalten, oder? Nimmt ja sonst kein Ende. Moment mal, das ist doch da Frostgestein, oder nicht? Das ist doch auch Frostgestein gewesen gerade. Und ja. Deswegen halte ich das jetzt an. Dann hole ich das jetzt doch mal mit raus. Und dann soll es das gewesen sein. Mit der Ausbaustufe. Das alleine sind ja gerade schon wieder zwei Packen, um das zu verarbeiten hier. So, haben wir alles? Sieht so aus. Wahnsinn. Aber das heißt, wir haben dann wahrscheinlich auch den Hartstein fertig. Den wir da brauchten noch für. Ich weiß gar nicht wofür. Für irgendein Geschäft.
Kommst mal her, ja. Super. Ach, reicht. Okay, es neigt sich langsam dem Ende, Gott sei Dank. Das ist schon eine Konzentrationsarbeit hier, ehrlich gesagt. Okay. So, letzter Schwung. Oh, weia, ey. Gott sei Dank ist ja die Performance insofern verbessert worden, dass man das ja als vernünftig durch die Gegend schleppen kann. Sprach er und brachte das Spiel zum Absturz quasi. Oh, ja, also einmal hochnehmen, fallen lassen, braucht schon einen Moment auf jeden Fall. Das heißt, wir haben eine Idee davon, wie viel da eigentlich drin ist. So, dann nehmen wir mal Gold. Ja, dann stellen wir mal vielleicht lieber naja, so hin. Und jetzt gucken, dass das Spiel nicht abstürzt. Und es hängt. Es hängt. Es hängt. Es hängt. Ich glaube, das war zu viel. Da müsste nämlich noch viel mehr Gold rauskommen. Ah, ich glaube, ich habe es zum Absturz gebracht. Nein. Na gut. Ich würde jetzt einfach mal die Aufnahme beenden und mal gucken, was man retten kann. Ich meine, es gibt ja ein Autosave, wo auch immer das ist. An welcher Stelle. Und dann mache ich mir mal Gedanken. Na gut, ich muss das hier, glaube ich, in kleineren Etappen einfach machen, oder? Na gut, Leute, ihr seht's. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.